Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Payday 3. Heute ist es soweit, wir versuchen es. Wir gehen die Mission auf sehr schwer in laut durch. Ich habe eine bestimmte Klasse erstellt und ihr werdet die danach sehen können. Während das Ganze läuft, können wir schon mal hingehen und schon mal ein bisschen Stress schieben. Bonk, bonk. Switch Plans machen wir. Auch das machen wir. Ladies and Gentlemen. Bonk. Bonk. Keycard obtained. Do as I say. Ja, ist eigentlich egal, was die Leute da machen. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Brauche ich das überhaupt hier? Nee, ne, eigentlich nicht. Ist ja eh schon viel geschlagen, so gesehen. Naja, viel geschlagen in Anführungszeichen, ne? Wir nehmen uns lange ganz kurz die Leute hier. Ein paar zumindest. Ja, hier, die kannst du gerne haben. Bitteschön. Don't take my money. Aber natürlich werden wir das nehmen. Ja, mehr haben wir nicht. Im Endeffekt hat uns das gar keinen Zeitvorteil gebracht, aber hey. Ich habe jetzt übrigens die Waffe, oh Gott, wie heißt die jetzt immer? Ich glaube, irgendwas mit 9 war das, glaube ich. B9 oder so? Ich weiß es gerade nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die jetzt genommen, weil es die einzige andere Rifle ist im Vergleich zu der M4 und der AK, die wir so zur Verfügung haben. Oh, okay. Und ich fand die beiden eher so meh. Achso, Leute, ja, die gefangen. Die hat die einfach gefangen. Junge, nice. Ja, leider ist die Waffe nur Level 3, was natürlich ärgerlich ist, aber hey, was soll man machen, ne? Müssen wir halt einfach ein bisschen Glück haben. Außerdem habe ich jetzt die komplette Klasse angepasst. Wir haben jetzt auch ein bisschen gefarmt und alles. Wir haben ein bisschen Skillpunkte auch. Wir haben ja mittlerweile 15 Stück. Damit finde ich, sind wir eigentlich ganz gut ausgerüstet für eine relativ gute Klasse. Dass wir zumindest was anfangen können damit. Interessant finde ich gerade nur, wieso kriege ich jetzt gerade keinen, ne, ist der neu, das nur, ne? Waffenwechsel gibt mir auf jeden Fall Mumm. Wenn wir dann Headshots machen, während wir hipfeiern, kriegen wir nämlich auch Dingens. Genau. Ja. Ihr werdet schon sehen, ich habe jetzt eine ziemlich krasse Klasse zusammengebaut. Oder zumindest hoffe ich, dass die krass ist. Das hat sich gut gelesen. Bei der wir im Endeffekt komplett auf Hipfire spielen und gar nicht mehr zielen, weil wenn ich ziele, ist das Ding halt weg, wie ihr seht. Also zielen ist ja quasi, alle Zusatzdinger sind halt RIP. Mal sehen, vielleicht klappt's. Oh. Stark. Oh, die sind hier unten. Praktisch. Oh. Wow, die Waffe ist gut. Gut, ich habe jetzt auch die ganze Zeit SMG gespielt, denn wer weiß, ob das jetzt eigentlich normal für Rifles ist. Jetzt haben wir auch Abhärtung bekommen, aber ich habe vergessen, wie ich die nochmal bekomme. Was gut ist, wenn wir jetzt mal einen vernünftigen Bild haben, so. Den wir zusammengestellt haben, so. Dann sollte das doch irgendwann so im FF drin liegen, dann wird es gar kein Problem, sich das auch zu merken. Hey, ist echt gut, die Schüsse. Nicht schlecht. Müssen wir nur treffen. Get killed him. Ah, siehst du, B9, hatte ich doch recht gehabt. Heißt so. Easy. So, werfen wir euch auf die Tasche. Hoxton, danke. Das ist ein Flash, aber egal. Hey, Kadamba. Ich werde auch versuchen, mich ein bisschen zu konzentrieren, weil sehr schwer ist halt schon sehr, sehr schwer. Ja, ich scheiß Sprinkler wieder an. Sniper schon mal holen, falls ein Bulldozer kommt.
Weil wir haben es ja auch gelernt in den Farmfolgen, dass zwei Schüsse in den Oberkörper mit dem Sniper quasi instant kill für den sind. It's a fucking zapper. Praktischerweise. Sehr gut. Ich habe gerade leider vergessen, irgendwas muss ich tun, damit ich Abhärtung bekomme. Also das Blaue jetzt da. Was war denn das nochmal, was ich machen muss? Vielleicht vergessen. Ärgerlich. Oh, wir treffen noch gar nicht, ne? Quasi leer. Schlecht. Können wir ganz kurz die zwei Taschen holen. Mehr Thermit. Toll, ich habe keinen von denen getroffen. Profi. So. Aber ganz ehrlich, Hipfire ist aber auch echt sehr akkurat. Scheiß auf Zielen, ey. Ja, ich brauche Munition hier, Leute. Ich will ansonsten mal noch eine Pistole, so schlimm ist jetzt nicht, ne? Ich habe jetzt extra die voll gelevelte Pistole genommen und so, weil ich dachte, vielleicht bringt es uns so ein bisschen was. Aber keine Ahnung. Wirklich. Okay. Dann gehen wir wieder runter. Oh, Munition. Ja, wo ich gerade von dem Teufel spreche, war. Danke. Natürlich ist der PC jetzt auch raus, klar. Ah, jetzt war der Sprinter, ne? Mhm. Oh, hallo. Was tun die? Die laufen rückwärts herunter. Interessant. Ach, genau, ich muss nachladen, damit ich jetzt wieder auffrische. Das habe ich auch vergessen. Also, wenn wir nachladen, frischen wir die scheiß Dinger da unten wieder auf. Beide sogar. Also, immer schön nachladen. Damit es nicht ausläuft. Zack. Ich kann es euch ja auf jeden Fall dann nochmal zeigen, Klasse. Und interessanterweise, obwohl so viele Skills war, hat man trotzdem nicht unbedingt irgendwie die Auswahl wirklich gehabt. Gib mir eine Munition, danke. Was ist denn hier los? Ist ja witzig. So, kurz nachladen, wenn es nicht ausläuft. Zack, wieder voll. Boah, den hat es aber richtig zerlegt. Sehr ärgerlich für ihn. Aber wir sind drin. Praktisch. Ja, diesmal scheißen wir auf die Dinger, weil ich habe keinen schnellen Knacken mehr drin. Das dauert mir dann zu lange, ehrlich gesagt. Weil das Geld ist eh scheißegal und jetzt da so viele Schießfächer aufzumachen. Okay, pass auf. 3, 2, 1, auf geht's. Okay, es war absolut clean gespielt. Ganz ehrlich, ich glaube, mehr als das ist echt nicht drin. Es geht, glaube ich, gar nicht anders. Das war aber schon zu 100% clean. Oh, nice, hat er nicht gefangen. Cool, cool, cool. Aber bis jetzt ist okay noch. Aber wie gesagt, wenn wir den Vault ausräumen, dann ist gut. Wenn wir Kohle brauchen, können wir auf einen kleineren Schwierigkeitsgrad spielen. Der Unterschied ist eh nicht so groß. Und die ganzen Schließfächer knacken nicht mehr. Wir können mal ganz kurz gucken. Das sind 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und das 4. 44 Schließfächer. Jeweils dreimal knacken. Da sitzt halt schon ein Stück dran, weißt du? Ey, du sollst die Taschen nehmen, Junge. Danke. Jetzt der Außenbereich wird natürlich ein bisschen heftiger. Kriegen wir aber auch alles hin. Schritt für Schritt kämpfen wir uns da durch. Easy.
den Rippen. Mein Gott. Oh Gott, wenn gleich die Bulldozer und sowas kommen, bin ich im Arsch. Ich hab's jetzt schon ein Gefühl. Machen wir nicht, keine Panik. Aber im Endeffekt geht der gesamte Skilltree, den ich jetzt habe, nur auf diese beiden Skills, die da unten sind, auf mehr Schaden und auf so viel Rüstung wie nur irgendwie möglich. Weil das unsere einzige Überlebensversicherung quasi ist. Ansonsten wusste ich nicht, was ich sonst machen soll mit den Skills. Also es ist halt wirklich mal gucken, was passiert, so ein Ding, weißt du? Oh Gott, Doppelsniper. Ja, das habe ich mir gedacht, aber wir haben einen Sniper da liegen. Ist das jetzt nicht so wild? Hauptsache, die Bank haben wir schon mal durch. Das sieht ja schon mal alles nicht so schlecht aus. Okay, da sind sie auch schon. Ja, nicht gut getroffen. Mal ganz kurz Bumm machen. Jetzt kommen auch die gut gepanzerten Leute. Müssen wir auch aufpassen. Nächste Overkill-Waffe. So. Oh Gott, Junge. Okay, wir nehmen ganz kurz die Overkill-Waffe mit. Legen die schon mal hier hin. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal was gegen Dozer da stehen. Richtig. Wie gesagt, Dozer sind unsere größte Schwierigkeit hier, weil da die Bots halt instant bei RIP gehen. Die normalen Polizisten kriegen die ja sogar noch einigermaßen hin auf den Schwierigkeitsgrad. Zwar nicht optimal, aber zumindest sterben sie halt nicht instant. Auf der Brücke wird es halt auch noch schwierig dann. Mal sehen. Kriegen wir alles hin. Oh Gott, ich schieße viel zu hoch. Oh Gott. Jetzt hab ich ein Problem. Ja, die Leute darin stehen, dachte ich mir irgendwie. Ja, da geht's auch schon wieder los. Nice. Okay, der Nader ist gerade echt ein Problem. Ich muss da trotzdem durch, es tut mir leid. Nice. Ich konnte ihn nicht holen. Ja, beide in Custody. Perfekt. Okay. Ich muss mal ganz kurz eben eine Tasche letzten. Moment, entspann ich mich ganz kurz, mein Freund. Ey, caramba. Ja, da sind die beiden Bots halt an den Dozer gestorben, was soll ich machen, ne? Das ist halt genau das, was ich gesagt habe, dass es halt echt schwierig ist. Wie gesagt, da kommen die leider nicht auf klar, die Bots. Und auch auf den normalen KIs kommen die hier nicht klar. Mein Gott, die halten aber auch was aus, du. Auch nicht von hinten. Ich weiß gerade übrigens auf die Bots nicht, deswegen wundere ich, warum ich jetzt gerade nichts tue. Man muss es ja nicht ganz provozieren und ganz ohne Deckung gehen, weiß ich mal. Oh, da sind sie wieder. Sehr gut. Ich kann nicht mitbekommen, dass sie wieder gekommen sind.
Einmal kurz durchrennen, Munition holen. Jetzt müsste so ein bisschen. Was ein Stress. Nein, hab sie verloren, die Skills. Egal, ist ja gerade eben quasi Pause. You have 30 seconds until the assault. Lock and load. Ja. Die Sniper lege ich mir schon mal ganz jetzt hier hinten hin. Machen wir. Einmal helf. Sehr nett. Die ganzen Taschen nach vorne holen, dass wir ja nicht mehr da hinten hin müssen. Was wäre tatsächlich hier jetzt mal echt schlimm, wenn die es wegnehmen würden. Bin ich ehrlich. Oh, der kam früh. Na komm. Sehr wichtig. Nee. Oh. Du Nervbolzen. Was soll das denn? Ja, komm. Leute. Einfach mal reinhalten. Irgendwas treffen wir schon. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Gott. So. Jetzt ist das schon wieder so eine Kacknate. Ich habe das Gefühl, dass die Nader hier auf diesem Modus doch tatsächlich deutlich besser sind. Sehr gut. Schau aus dieser Gasse rausgehen. Sowohl mit Waffe als auch mit den Taschen. Dann die Bowlers machen. Munition erfüllen. Kann auch nicht schaden. So. Eine Tasche nehmen wir auf jeden Fall mit, weil die macht uns ja nicht langsamer. Einmal Bowlers haben wir hier. Vier Stück haben wir davon. Ach du Scheiße. Jetzt werde ich ja wenigstens, wo wir gucken müssen dafür. Also alles easy. Ich hoffe, dass die Bots jetzt darauf klarkommen, dass ich jetzt hier durch die Gegend renne. Shit. Ja. Zack. Oh, die sind sogar schon direkt hinter mir, die beiden. Die drei. Ich hab nur zwei gesehen erst. Da ist ein Bulldozer. Ja, der kommt natürlich genau in dem Moment, wo ich jetzt hier hinten von meinen Waffen weg bin. Ich hätte die Sniper mitnehmen sollen. Dann gehen wir hier außenrum zurück. Hilft dir nichts. Oh, zwei Dozer. Ah, die hat unten meine Tasche geklaut. Na, dann ist okay. Sehr gut. Sehr gut. Leute. Da komm, replenish die Arme doch mal endlich. Worauf wartest du? Danke. Oh, nice. So, das vierte Ding. Wo war das nochmal? Weißt du das noch? Weiß ich irgendwie sogar hier ganz vorne. Also eine richtig beschissene Position. Ja, ne? War das nicht irgendwo hier auf der Hauptstraße? Oh, ein Armor weg, danke. Edel. Oh, scheiße, ich weiß nicht, wo der vierte war. Aber die müssen eigentlich alle bei der Straße hinten sein, so rein theoretisch zumindest. So in der Ecke da zumindest irgendwie, die Kante irgendwo. Was weiß denn ich. Weil zwei waren hier. Der eine ist da, der andere ist hier direkt da. Weiter in die Richtung würde ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht gehen. Ach Mist, bitte. Ah, hier ist er ja, mitten drauf. Den habe ich irgendwie nicht gesehen, tut mir leid. So,
So, die Taschen auf jeden Fall schon alle hier sammeln. Aus dieser Gasse rausgehen auf jeden Fall. Wichtig. Jetzt schon? Na, ist aber okay. Oh, haben wir daneben geschossen quasi. So, mach Bum Bum bitte. Ja, ja. Jetzt gibt's auch keinen zurück mehr, weil wir jetzt das alles erfüllt haben. Was ist denn der FBI-Agent? Ist das sowas wie der Captain Winters und sowas? Bestimmt, oder? Da hinten! Oh, Drecksassi. Hätte ich das gewusst, wäre ich direkt da hinten hingegangen. Du Sau. Das Problem ist, ich kann halt nicht so... Ja, die werden Safety Ballers nochmal runter machen. Hoch machen. So ein Mist. Vielen Dank. Oh, er ist hingefallen. Nice. Ich bringe erstmal ganz die Taschen weg. Oh, hi. Können wir auch direkt die Sniper hier entladen? Boxentasche. Vielen Dank. Rein damit. Dallas-Tasche. Vielen Dank. Chains, auch du bitte die Tasche einmal her. Vielen Dank. Sagt es so einfach. Was macht er da? Okay, keine Ahnung, er wollte irgendwie meine Armortasche ein bisschen antatschen. Okay. War so klasse, dass wir dazu, aber ich habe auch echt lange gebraucht diesmal. Das hätte zugegebenerweise nicht so lange gedauert. Wenn der Wagen da gestanden hätte, wo ich gedacht hätte. Ich hätte was ganz Böses gehört. Ich muss mal ganz kurz eben hingehen. Vielen Dank. Donk. Donk. Kill the Dozer. Kurz hinlegen, das Ding. Einfach aus Sicherheitsgründen packen wir den schon mal rein. Wir kämpfen uns ganz kurz. Oh, das ist natürlich schlecht. Was passiert denn da jetzt gerade? Was war denn das jetzt? War das eine Dose? Ich hoffe ja mal nicht. Ich meine, sonst ist das auch nicht so schlimm, ne? Wir können ja nochmal ganz kurz zum Kreis gehen. Ich meine, die rennen uns ja relativ schnell hinterher. Das ist tatsächlich ein großer Vorteil eigentlich von den Bots, jetzt muss ich zugeben. Die sind relativ fix unterwegs. Dann gehen wir mal ganz kurz hier rum und nehmen uns ganz kurz diese Armortasche mit. Damit wir ganz kurz in der Hinsicht zumindest wieder voll sind. Und können die Waffe auch direkt mitnehmen. Oh, die sind schon direkt da. Nice. Ja, weiß ich, aber ich muss trotzdem die Tasche mitnehmen. Fehlt ja sonst nichts. Außerdem können wir dann direkt hingehen und schon mal die ganzen Schalter wieder drehen. Nice.
Egal. Jeden Meter, den wir gewinnen, ist ein Meter zum Ziel. Wo? Ja, diese Sniper ist einfach eins der wichtigsten Items geworden in diesem Spiel, ne? Oder Waffen halt. Die ist ja so gut dagegen. Das ist quasi der Hard-Counter. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster würde sagen, dass das ohne die schon fast nicht möglich ist. Alter Schwede, macht die viel. So. Erstmal ganz kurz die ganzen Taschen rein, die wir vorhin die letzten aufmachen. Der lässt nicht weggehen. Vielen Dank. So. Und ausschalten. Ja, aber more ist alles hinter den komischen Kack-Schießfächern. Das scheiße mal was drauf. Ich pack's, ich hab's echt geschafft. Nice. Oh, es gab sogar einiges an Zeug. Ja, gut, die zwei Taschen, die da drin sind, wie gesagt, drauf geschissen. Das ist so wenig Kohle, die du kriegst, das lohnt sich überhaupt nicht. Also gar nicht. Du machst lieber ein, zwei Schwierigkeitsgrade runter und dann hast du halt easy einen Run und kriegst halt mehr Kohle raus. Also die hohen Runs und den hohen Schwierigkeitsgraden machst du eigentlich nur, um die halt mal geschafft zu haben. Also wirklich zum Farmen lohnt sie sich halt, finde ich, überhaupt nicht. Ja, Sprint durch Türen, Strick 7 killen, B9, ganz viele Sachen wieder hier. Und das hier eben auch sehr schwer abgeschlossen. Ja, damit haben wir auf jeden Fall einiges in XP bekommen. Sind jetzt direkt auf Level 61 gegangen. Sehr nice. Cool. Hat funktioniert. Ich bin echt begeistert. Ich kann euch jetzt mal eben die Klasse zeigen, die ich nutze. Und sag dann auch direkt, was ich dazu noch reinpacken möchte. Und zwar habe ich das jetzt auf die letzte Klasse gesetzt, weil das unsere Kampfklasse ist. Weil du kannst sie ja nicht umbenennen, leider. Was auch total dumm ist. Ich habe mir jetzt gedacht, ich will jetzt von den Gewehren, weil... Pass auf, ich gehe mal ganz kurz hier auf das Menü, weil da sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Als Secondary haben wir die Signature da oben, die Castigo, die Strick, die SP Model 11, die Signature, also die andere halt, die 403 ist ja eine andere als die 40 und hier nochmal die Pistole ab 70. Wie die ist, keine Ahnung, aber von den Pistolen, Revolver fand ich scheiße irgendwie. Ich kann mal ganz kurz auch direkt hier hingehen. Das SP Model 11, keine Ahnung, habe ich ehrlich gesagt noch nie getestet, ist auch Level 1. Die Strick 7 hatte ich halt voll so gut wie voll geskillt. Ich habe jetzt auch hier das eine Ding da gekauft gehabt für... Ja, den Griff war das genau, den gemaserten Griff. Der hat ja 50 Coins gekostet, total lächerlich eigentlich. Aber ich dachte mir, warum nicht? Wenn wir die schon spielen, dann nutzen wir es auch. Das ist halt die, die ich am weitesten habe. So. Also deswegen fand ich das halt eigentlich schon cool, die auch zu nehmen. Und die andere habe ich auch noch nie gespielt. Also wie die anderen Pistolen sich verhalten, keine Ahnung, vielleicht wird die irgendwann ausgetauscht. Ich glaube, das mit den Waffen ist eh nicht so relevant, was wir dann nehmen bei den Pistolen, bei der Secondary. Hauptsache nicht den Revolver, weil der ist halt bestimmt stark, aber halt trotzdem auch irgendwie schwach, allein schon wieder Munitionsanzahl. Ich meine, der hat nur 6 und 36, der hier hat halt 31 Schuss im Magazin. Das ist halt schon ein Riesenunterschied, finde ich. Und wir machen damit ja auch extrem viel Schaden auf dem Kopf. Dann habe ich, definitiv die Sniper, die ist 2 Milliarden mal besser als der Granatenwerfer. Allein schon, weil du Dozer two-shottest. Also ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, aber das ist ein so essentielles Mittel, was du benötigst, um gegen Dozer vorzugehen. Ich wüsste sonst keine Alternative dagegen, das aber auch auf den anderen Schwierigkeitsgraden. Es ist so schwer, einen Dozer zu killen mit normalen Waffen, weil du gefühlt 2-3 Magazine selbst auf dem Visier brauchst. Das ist halt lächerlich. Und dann 2 Buddy-Shots mit der Sniper und der ist down. Das ist halt krass. Deswegen einfach 1-2 davon irgendwie auf Vorrat lassen. Du killst die halt weg und dann überleben die Bots halt auch ein bisschen länger. Weil ein Dozer und ich schwöre dir, die ganzen Bots sind dauertot. Die kriegst du nicht wieder. Da habe ich ja auch die Folgen zu, wo ich das erste Mal auf sehr schwer probiert habe, gegen, auf der Brücke da, habe ich auch gegen die Dozer immer, da habe ich so reingeschissen, weil du hast halt nichts gegen die. Du musst diese Kack-Sniper haben, das ist komplett lächerlich. Ja, dann natürlich ein schweres Schutzfutter. Ich habe eh noch nicht ganz verstanden, weil es gibt irgendwie gar keinen Grund, das mittlere und leichte zu nutzen. Entweder nutzt du halt für Stealth, weißt du, selbst in Stealth kannst du euch das dicke nehmen. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, das nicht zu nutzen. Außer vielleicht Geschwindigkeit für Stealth, wie gesagt, aber... Das ist halt, du hast ja keinen Nachteil wirklich durch. Ja, dann Panzerungstasche, weil unnötig, unnötig, unnötig. Und das ist halt extrem relevant. Was soll ich sagen?
Dann Granaten habe ich einfach genommen, weil warum nicht? Ich wusste halt nicht, was ich sonst nehmen soll. Ich denke mal, Blindgranaten sind auch noch eine ganz gute Sache, aber ich war mir nicht so sicher. Ja, und hier Infraschallminen ist ja das Einzige, was halt offensiv ist. Der Rest ist halt, ja. Ich weiß nicht, wie die ECM-Störer sind, ob die jetzt gut oder nicht so gut sind. Aber ja. Mal gucken, ob da noch irgendwas kommt. Aber bis jetzt sind die Gadgets auch eher so halb interessant. Die sind bestimmt stark hier und da, gerade die Bewegungsmittel bei Stealth. Aber hier fand ich es bis jetzt eher noch bei den Lauten sehr lame. Wobei die Infraschallminen auch jetzt nicht schlecht sind. Aber naja. Ich wollte auf jeden Fall eine Rifle haben, da nochmal ganz kurz wegen der Waffe drauf zu sprechen. Das sind die Waffen, die wir bis jetzt haben. Sniper habe ich noch gar nicht getestet, vielleicht ist die auch echt geil. Aber ich wollte was haben, was viel Munition hat, also habe ich Sniper, SAA 144 und Shotguns ausgeschlossen, vor allem weil die doch nur auf kurze Range sind. Gleichzeitig wollte ich aber auch keine SMG nutzen, weil die mir einfach zu schwach sind. Wenn ich mal gucke, wie bei den Farm-Folgen, die ich jetzt in den letzten paar Folgen gemacht habe, da war das halt, du kriegst zwei Gegner mit einem Magazin down, das ist halt lächerlich, das kannst du so nicht bringen. Und die CR4, ja, die fand ich irgendwie zu langweilig. Die AK, die fand ich irgendwie scheiße, wenn ich ehrlich bin. Und die Northwest B9 ist die einzige, die übrig bleibt. Also quasi einfach Ausschlussverfahren. Deswegen nutze ich jetzt die. Und die fand ich eigentlich auch ganz geil. Es kommt dann nachher noch als einziges neues Gewehr die V, also die SCAR quasi, die V7S. Die würde ich vielleicht noch dann testen, weil die wird bestimmt auch noch ganz geil. Oder halt diese SG Compact 7. Aber es ist halt auch wieder eine SMG, also weiß nicht. Ja, also die Waffenauswahl ist bis jetzt halt, die ist zwar okay für den Start, aber nichts mehr, was mich extrem interessiert. Und die Dinger hier unten, ich weiß nicht, ob die relevant sind, ob die jetzt irgendwie extrem stark sind, aber ich alleine gucke hier, ich fand schon die 100 teuer, aber 500 Coins, das ist halt einfach nur noch abgefahren lächerlich. Also ganz ehrlich, ihr könnt mir nicht erzählen, dass das in irgendeiner Weise realistisch ist. Weißt du, du kriegst hier die Scar Level 77, aber hier die kriegst du für 20 Millionen schon früher. Was hast du drauf? Einen Griff und einen Schaft. Das war's. Das ist der einzige Unterschied. Dafür zahlst du 20 Millionen. Kannst du mir erzählen, was du willst, aber diese ganzen vorgefertigten Waffen, purer Abfuck. Die werde ich mir auch nicht holen. Die sind halt komplett nutzlos, meiner Meinung nach. Nur für den Skin ist mir das egal. So, auf jeden Fall nutzen wir jetzt halt die Northwest B9 und später vielleicht die Scar. Vielleicht ist die ja geil. Keine Ahnung. Können wir nicht was Neues holen jetzt? Ab 68. 64, okay, ja. Und 67, weil die holen wir uns eh nicht, die sind eh teuer. Ja, ansonsten kommen wir jetzt zu den Skills. Da habe ich mir genommen, weil ich fand die ersten beiden total lame, da wusste ich nicht, was ich nehmen soll. Aber beim Munitionsspezialist, also den ersten Sanitäter fand ich lame, aber beim Munitionsspezialist, auch wenn ich die Munition nicht haben will, hat aber ein, zwei Skills drin, die ich sehr interessant finde. Deswegen nutze ich halt hier den Standard-Skill, einfach weil wir dann halt die anderen nutzen können, weil die gehen halt nicht, weil der halt nicht ist sonst, ne? Aber, das hier fand ich gut. Schmarotzer, solange du Mumm hast, was wir ja eh fast dauerhaft dann haben, verfügt hinterlassene Munition über eine Chance von 10%, eines in der Wurfobjekte wieder aufzufüllen. Ist jetzt nicht so extrem krass, aber ich fand den Skill, hat sich trotzdem gut gelesen, weil jede zehnte Box quasi eine neue Granate. Dann hast du halt wenigstens immer durchgehend Granaten. Das ist ja eigentlich auch ganz geil, ne? Dann könnte man vielleicht auch auf Flashbangs umsteigen und hat dann durchgehend halt immer eine Flashbang für den Notfall. Was halt auch nicht schlecht ist. Also ich fand den eigentlich echt gut. Ja, Munitionstaschen, wie gesagt, ignorieren wir natürlich komplett, deswegen ist der ganze Rest mir egal. Aber das hier fand ich noch krass. Abschotten. Solange du Abhärtung hast, regeneriert hinterlassene Munition sofort einen Teil deiner Panzerung. Und das finde ich wichtig. Und das würde ich auch gerne nutzen. Aber dafür muss ich halt erstmal den Skill haben. Das heißt, ich brauche noch 17 hier oben, sonst kann ich mir den nicht holen. Also mal sehen. Ansonsten bekomme ich Abhärtung und so nur durch eine einzige Sache. Und das war das hier unten gleich. Ich gehe mal ganz kurz dahin, damit ich das einmal kurz vorziehen kann bei Vollstrecker. Wenn du zwei Gegner im Umkreis von 5 Metern um dich herum innerhalb von 4 Sekunden tötest, erhältst du Abhärtung. Das heißt, wir müssen im Nahkampf zwei Gegner killen, dann kriegen wir Abhärtung. Wenn du einen Gegner, deswegen muss ich den auch dann acen, das ist noch wichtig, das muss ich eigentlich sogar jetzt machen, in Umkreis von 5 Metern tötest und Abhärtung hast, erhältst du auch Mumm. Wobei, will ich das assen? Ich glaube, ich will das gar nicht assen, oder? Nee, ich glaube gar nicht. Weil Mumm kriegen wir ja eh dauerhaft. Ist eigentlich Quatsch. Nee, brauche ich nicht. Naja, auf jeden Fall gehen wir mal ganz kurz noch durch. Niedermeer.
wenn wir halt genug Kugeln abfeuern, alle 35 Stück kriegen wir halt Mumm. Ist aber nicht so wichtig, den habe ich eher, damit wir halt hier in den Tree reinkommen. Da nutzen wir dann halt, weil die ersten beiden hier nutze ich nicht. Fand ich jetzt nicht so wichtig. Aber das hier fand ich wichtig. Und zwar, solange du Mumm hast, wird aufgenommene Munition direkt in das Magazin deiner ausgerüsteten Waffe eingefügt. Wenn der Magazin voll ist, wird sie stattdessen in der Reserve zugefügt. Und solange du Mumm hast, nimmst du automatisch Munition auf, die von getöteten Gegnern hinterlassen wird. Das hat übrigens interessanterweise nicht so gut funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, oder? Oder hat das geklappt? Nee, ne? Hä? Ich dachte, ich hebe dann die Munition, diese fallen lassen, automatisch auf, aber die haben es auch immer fallen gelassen. Oder habe ich nicht gut genug drauf geachtet? Ach, keine Ahnung. Müssen wir nochmal drauf achten dann. Weil eigentlich laden wir das dann halt sofort mit rein, so, weißt du? Also wir heben es halt automatisch auf und es wird ins Magazin direkt reingequetscht. Las sich halt auch extrem gut, aber wenn es halt nicht funktioniert, dann nehmen wir es wieder raus. Ja. Ansonsten habe ich diesmal auf diese hier verzichtet, auch wenn ich die eigentlich als Solospieler gerne hätte. Die Skills, aber es sind halt einfach zu viele teure Skillpunkte, das kann ich mir einfach nicht leisten. Ich muss halt viel auf Überleben spielen sonst. Dann Tank, ne, erhöht die das Regenerationstempo deiner Panzerungsteile um 20% und die Tasche hat 2 mehr Ladungen. Das ist halt extrem wichtig für mich, weil Panzerung ist hier einfach das Leben. Wenn ein Teil deiner Panzerung kaputt geht, erhältst oder regenerierst du Abhärtung. Wollte ich erst nehmen, aber ich weiß nicht, ob ich den Punkt noch irgendwie besser nutzen kann. Weil das Abhärtungszeug da geht ja auch wieder weg, so, weißt du? Ja. Naja. Auf jeden Fall haben wir dann noch hier nochmal 2 zusätzliche Ladungen. Das heißt, wir haben dann insgesamt 6, glaube ich, müssen da drin sein. Und wenn wir eine Panzerungstasche nutzen, kriegen wir nochmal eine Panzerung mehr. Wie gesagt, ich bin halt voll auf Panzerung gegangen, weil das ist halt wichtig. Dann werde ich noch machen Scharfschütze und scharfer Schuss, aber nur ganz zum Schluss. Scharfschütze ist komplett scheißegal, weil wir werden eh nicht durch Zielfernrohr schießen, das ist komplett irrelevant. Aber das hier fand ich relevant. Und zwar, solange du Mumm hast, wird deine Durchschlagskraft gegen Panzerung erhöht. Verstehe ich jetzt so, quasi wir machen mehr Damage bei gepanzerten Leuten oder machen die zumindest schneller panzerungslos, damit wir danach Schaden machen können. Also so oder so kommt es darauf hinaus, dass wir mehr Schaden machen würden. Und mehr Schaden und mehr Panzerung ist beides halt dieser Hauptmerk meines Builds quasi gewesen. Deswegen werden wir den noch machen, aber den mache ich zum Schluss, weil es halt nochmal so ein kleiner Bonus obendrauf ist, weißt du? Deswegen ist halt der nochmal ein bisschen weggeschoben. Wir haben ja noch 6 Punkte noch nicht bekommen, ne? Es gibt ja 21 Fertigheitspunkte, deswegen sind die halt noch geplant. Ansonsten haben wir bei Escapist gar nichts. Bei Zerstörer auch gar nichts. Wobei natürlich, wenn wir jetzt die ganzen Wurfdinger zurückbekommen, ne? Relativ schnell, durch diesen einen Skill hier oben, durch den hier, könnten wir eigentlich auch dann den hier nutzen, dass wir eine zweite Granate dann noch dabei bekommen, ne? Also, sorry, nicht 2 Granate, sogar noch 2 zusätzliche Granaten, so meine ich das. Dann hätten wir sogar 5 insgesamt. Das fände ich eigentlich auch noch ganz geil. Ansonsten, das ist unser kompletter Haupttree, ist der Vollstrecker. Der hat beide Skills, Mumm und Abhärtung, also komplette Combo. Und zwar, wenn wir 2 Gegner halt da killen, ne, das ist das, was ich gesagt habe, dann kriegen wir halt Abhärtung. Daher kriegen wir das. Solange wir Abhärtung und Mumm haben, laden wir schneller nach. Solange wir Mumm und Abhärtung haben, fügen wir den Leuten, die close sind, noch mehr Schaden zu. Solange wir Mumm und Abhärtung haben, solange wir es haben und nachladen, wird es halt erneuert. Das ist das, was das halt immer instand hält. Und wenn wir einen Gegner in 8 Meter Umkreis töten, besteht eine Chance, dass alle Gegner außer besonderen Gegnern im Umkreis von 5 Metern benommen gemacht werden. Also so ein bisschen staggern halt. Auch sehr geil. Dann kommen wir noch zu einem anderen wichtigen Teil, das ist Revolverheld. Jedes Mal, wenn wir die Waffe wechselt, erhalten wir Mumm. Fand ich halt auch ganz cool. Das Ziel mit Visier verbraucht meinen aktiven Mumm, deswegen zielen wir auch nicht, sondern machen Hipfire. Deswegen habe ich das auch geaced, weil wenn wir mit Hipfire jetzt einen Headshot machen, kriegen wir nochmal Mumm zurück. Weil es wird dann immer wieder regeneriert. Das heißt also, im Endeffekt ist Mumm ein Dauerskill, den wir nicht verlieren können, solange wir Waffe wechseln und immer Headshots machen. Oder nachladen, also das ist eigentlich durchgehend da. Und diese 10% Damage, die müssen wir halt mitnehmen. Und solange wir Mumm haben, ist die Streuung in der Hüfte weniger, weil wenn wir schon Hipfeiern, dachte ich, ist nehmen wir das dritte mit. Solange wir Mumm haben, verursachen Schüsse aus der Hüfte schwere Benommenheit, also halt wieder, dass die Gegner halt staggern. Fand ich auch ganz geil. Also komplett auf Hüftfeuer quasi. Das hier, Huchhandler,
Das hier ist dann der Quatsch, ne? Dass der letzte Schuss mehr Schaden macht, weil wir eh durchgehend nachladen. Deswegen habe ich ihn nicht genommen. Und hier ist Tempo-Waffenwechsel, das ist komplett egal. Das ist. Also jetzt mal im Ernst. Und alles darunter haben wir gar nicht. Ich. Gibt zwar einzelne Sachen, die ich echt interessant finde und auch gerne haben würde. Aber es ist halt einfach, es bringt nichts. Es ist nicht worth. Ich weiß nicht, irgendwie ist da. Das Einzige, was ich noch richtig relevant finde für Punkte, wäre bei Infiltrator. Das hier. Ein Punkt. Das hier ein Punkt. Das da ein Punkt. Aber wenn wir das halt nutzen, dann müssten wir rein theoretisch auch das mit dem Escapist nutzen, damit wir durch Sprinten Tempo bekommen. Das wären dann 4 Punkte, nur um dann ein bisschen schneller zu sein. 4 Punkte. Das wäre eigentlich auch noch ein geiler Skill, geiziger Werfer. Hm. Aber 4 Punkte dafür zu nutzen, damit wir dann die Schlösser schneller knacken und besser tragen, für Tempo, fand ich halt irgendwie nicht so wichtig wie Mumm und Abhärtung. Wenn wir jetzt mal zusammenzählen, und wir kriegen jetzt noch 6 Skillpunkte, ich brauche hier safe 1, 2, 3, die will ich auf jeden Fall noch haben. Dann kommt hier 4 und 5, dann haben wir noch einen Punkt übrig. Den können wir dann, wie gesagt, zumindest von mir aus da reinpacken, dass wir halt mehr Throwables haben, weil wir halt eh die einen Punkt da reinsetzen, um halt 10% Chance zu haben, das zurückzubekommen. Und dann sind wir auch schon fertig damit. Dann haben wir halt keine Möglichkeit mehr, irgendwie einen Skillpunkt zu nutzen. Das Skillsystem finde ich aktuell eh noch ein bisschen schwierig, finde ich. Ist zwar auch wieder ganz nett hier, aber irgendwie wirkt das so nicht durchdacht, weil gefühlt, auch wenn es echt viele Skills sind, kristallisieren sich für mich nur die, die ich jetzt ausgewählt habe, so richtig als nützlich heraus. Alle anderen sind so nice to have, aber es gibt halt wirklich manche, so wie Tank zum Beispiel, die finde ich halt spielrelevant. Genauso wie hier diese Bonuswaffe, die Overkill-Waffe. Du hast halt nur 2 und davon ist halt die eine nutzlos und die andere ist halt relevant. Also, weiß ich nicht. Genauso wie das Schutzfutter hier. Du musst halt schwere Schutzfutter nehmen, weil alles andere wäre dumm. Also, geil. Das heißt, du hast schon 3 Sachen hier vorgegeben und bei Skills auch einige. Naja. Aber vielleicht ist ja auch, mal gucken mit den Updates, vielleicht wird das dann noch richtig, richtig heftig. Aber das wäre auf jeden Fall so mein Loadout mit den Fertigkeiten und so. Hat jetzt funktioniert, ich bin selber überrascht. Vielleicht war die Brücke auch einfach nur extrem schwer. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ja. Dann, ciao.